So. Dann gucken wir uns jetzt hier drinnen mal um. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch... Ja, ich habe tatsächlich noch mehrere Sachen. Die Tastenzuweise könnt ihr unter Mod-Konfiguration ändern. Nein, das Heldenmenü unter H finde ich schon gut. Was haben wir denn da? Hüter-Moloch. Das ist hier auf jeden Fall Rüstung. Was haben wir da? Zweihandwaffen verursachen 12% mehr Schaden. Landesknecht erhöht Einhandschaden um 8%. Ich glaube, wenn es wirklich aussichtslos ist, sollten wir tatsächlich diesen Punkt nehmen, damit wir erstmal die Einhandwaffen nochmal ein bisschen verbessern. Die Erinnerung des Klingentänzers verbessert eure Geschick im Führen einer oder zweier Einhandwaffen. Stufe 1 erhöht Einhandschaden um 8%. Das machen wir auch. So. Bin ich jetzt zufällig ein anderer? Ich bin immer noch Abenteurer. Ach so. Das wird sich noch ändern, wenn ich irgendwo 10 Punkte eingesetzt habe. Okay, dann können wir jetzt ja wieder raus hier. Wumm. Also ich gehe diesmal ein bisschen mehr auf Schwertkampf auch. Fernkampf ist vielleicht auch ganz interessant. Wir müssen mal gucken. Ja, ja, ja. So, Speicher nicht vergessen. Und jetzt ist hier echtes schlechtes Wetter. Ich hoffe, das wird mir nicht noch irgendwie ein Problem machen, dass jetzt miese Sichtverhältnisse sind. Oh, was haben wir denn hier? Also hier scheint mal irgendwas gestanden zu haben. Ist der Berg da drauf gefallen oder? Sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Was? Um alles in der Welt war das. Spinnen! Natürlich! Warum auch nicht? Ich meine, die gehören ja auch in die freie Natur, diese Riesendinger. So, und... Ich sehe sie nicht mehr. Feuer! Uah! Okay, das war eine schlechte Idee. Wo sind sie denn? Uah! Alter, die hat mich voll erwischt. Wo ist sie denn hin? Irgendwo liegt die Leiche. Ich habe hier aber noch eine. Wow. Wow. Boah, ey. Wenn die einen anspringen, das ist voll widerlich. Wo ist denn die... Hä? Wo ist denn die andere hin? Hier zwischen irgendwo, oder? Hallo? Da. Hm. Im Gebüsch liegt, da fällt gar nicht auf. Aber so wirklich was gebracht haben die nicht, außer ein paar Erfahrungspunkte. Oh, hier ist wieder eine Muschel. Nehmen wir das Muschelfleisch mal mit. Apropos Muschelfleisch. Wir können ja mal, wenn wir so viel haben davon. Zwei davon essen. Warum ich jetzt gerade das Essgeräusch nicht gehört habe, ich will es gar nicht wissen. Und hier gibt es auf jeden Fall noch Spinnen. Eier. Ich speichere mal eben wieder. Speichern ist ja ganz wichtig in diesem Spiel. Wenn man das einmal vergisst, dann hat man so gut wie verloren. Komm ich da rein? Nicht so wirklich. Warum kann ich denn... Kann ich hier hochklettern? Es wirkt irgendwie so. Hör dich wieder hoch. Okay, weiter komme ich aber nicht. Na gut, dann eben nicht. Naja, dann wollen wir mal hier ein bisschen gucken. Ich höre was. Da sind Wölfe, ich hab's gerade gesehen. Okay. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen anders ausstatten. Mit Schild und Schwert. Geht's. Als Eingemachte. Aua.
Jetzt brauche ich echt ein bisschen Stamina. Wow. Haut ab. Oh. Sehr schön. Dem haben wir einfach mal den... sozusagen die Kehle durchgeschnitten. Ein bisschen Hundefleisch. Ich finde das irgendwie cool, mal in dieser Außenansicht zu kämpfen. Weil da sieht man endlich mal diese ganzen Kampfanimationen, die ich die ganze Zeit immer vorenthalten habe. So. Ich glaube, da gab es auch irgendwas Schönes. Hepsi! Gibt's denn hier oben noch was? Es wirkt fast so. Aber auch irgendwie nicht. Klettern ist hier nicht so einfach. Hallo, ich will da... Ah, jetzt geht doch. Gibt's denn hier was? Nö. Okay, ich will nur noch mal gucken, aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ich speichere noch mal. Warum ist hier Blut? Ich glaube, ich muss da sogar lang, kann das sein? Ja. Okay. Ein Sack. Enderallgroschen, 4 Stück. Wo geht's hier hin? Nach Flussheim und nach Ark. Stimmt, da müsste ich dann lang, wenn ich da hin möchte. Weil ich muss, glaube ich, nach Flussheim muss ich, oder? Ich weiß es nicht, was das hier für ein Ort ist. Das ist auf jeden Fall Myradenturm an der Sonnenküste, wo ich hin könnte. Und wenn ich den Weg da entlang gehe... Okay, also muss ich ja jetzt erst einmal... Mensch, der ist aber mutig, dieser Vogel. Muss ich ja erstmal da lang. Okay, dann machen wir das auch. Weil ich möchte nämlich erstmal die Schatulle besichtigen. Kamintäubling. Super. So. Oh nein. Oh nein. Da hinten ist ein Troll. Ich weiß nicht, wie sehr ich das mit dem aufnehmen kann. Aber es könnte furchtbar werden. Und ich habe noch nicht mal meine ganze Magie wieder. Warte mal, habe ich nicht irgendwas zum Anziehen, was das ein bisschen verstärkt? Ja, Lichtmagie werde ich erstmal umhängen. Also beziehungsweise mir an den Ring packen. Sonst habe ich aber nichts. Ich habe nur Mana-Trank. Der hilft ja schon mal. So, und jetzt schießen wir den mal in den Rücken. Okay, ein bisschen was bewirken tut es. Aber nicht viel. Ui. Die Blitze. Meine Lebensretter. Ui. Das war knapp gerade. Ein Pfeil kriege ich wieder und ich kriege ein bisschen Trollfett. Zum Glück habe ich gerade diesen Ring rumgehabt, weil das ist ja Lichtmagie. Boah, ey. Wunderhübsch, dass das geklappt hat. So, altes Dreiflusslager. Da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Auf jeden Fall schon mal Ratten. Ob ich den erwische? So, die Ratte ist erstmal gebrutzelt. Ups. Hier lebt aber noch was anderes. Außer Ratten. Guten Tag, junger Mann. Oder beziehungsweise knochiger Mann. Na? Ihr erschießt mich? Boah, die halten so viel aus. Das ist das Problem. Ja, los. Oha, ich hänge. Nein, du triffst mich nicht. Wow! Dann ist da noch was. Boah, ist das hektisch. Aua! Nein! Scheiße. Ich wurde gerade volle Kanne erschossen. In den Hals habe ich den Pfeil gekriegt. Verdammt. Jetzt bin ich das erste Mal schon gestorben. Das war jetzt aber doof von mir.
Also da sieht man mal, dieses Schwert, das bringt eigentlich fast gar nichts. Ich nehme mal kurz den Pfeil und Bogen. Oh, ich bin versteckt. Das ist gut. So, ich musste mal gerade kurz abhusten, deswegen habe ich jetzt mal gerade nichts gesagt hier im Menü. Boah, das kam aber auch gerade von sonst woher. Aber ihr werdet nichts gehört haben. Ich habe nämlich mal das Mikrofon zu der Zeit auf stumm geschaltet. Das kann sich ja keiner antun. Ich speichere hier mal. Ob ich die irgendwie überraschen kann? Da ist er. Ich sehe ihn. Na toll. Ich habe voll den Kopf getroffen. Ich hänge hier irgendwie ganz schön beschissen. Scheiße, ich hänge. Ich komme hier nicht raus. Hallo? Das ist jetzt aber echt ein bisschen problematisch. Ich bin total gut. Ich merke das gerade schon. Volle Kanne. Ich bin der beste Spieler, den es gibt. Käse? Ah nee, ich glaube, Nahrungsmittel bringen ja jetzt gar nichts. Da muss ich auf einen anderen Trank zugreifen. Wie wäre es mit dem hier? So, ein Skelett habe ich vernichtet, aber das andere schießt mich schon bereits ab. Wo steht denn das? Ich muss mal kurzzeitig die Magiefähigkeiten nehmen. Boah, das lädt überhaupt nicht nach. Ich brauche auf jeden Fall was, was meine Mana verbessert. Puff, da ist er. Also Blitze, ne? Sind echt gut. Den sieht man kaum. Boah. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber ich habe den gerade so gesehen. Das ist echt unscheinbar, wie der da hinten ist. Ja! Super! Endlich! Bams! Boah. Skelette sind furchtbar. Aber hier war doch noch diese Ratte war doch hier irgendwo noch. Ist er da? Ist das die Ratte? Das ist doch die Ratte da, oder? Ist das der Kopf? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Gegenstand. Das ist die Ratte gewesen. Boah! Headshot! Mann, ist die weggeflogen. Das hat man aber auch gerade nur so ganz knapp gesehen. Die ist richtig weggeflogen. Boah, das ist echt gezielt hier. Ist nur ganz schön dunkel hier gerade. Warte mal, ich versuche mal kurz eine Fackel anzumachen. Boah, Tag hell hier drin. Hier, guck dir das an. Das nenne ich meinen gezielten Schuss. Mann, Mann, Mann. Enderei-Groschen, Silberkerzenständer. Ich glaube, man kann das Spiel sogar auf Survival spielen, ich weiß es nicht. Also auf dem Schwierigkeitsgrad, dann sind natürlich die ganzen Gegner, wenn du die richtig triffst im Kopf, dann sind die mit einem Schuss tot. Aber die ganze Moral an der Geschichte ist, dass wir dann auch tot sind, wenn sie uns treffen. Oh, hier ist eine Eispranke. Ich glaube, die habe ich letztes Mal tatsächlich auch übersehen. Hier drin, ne? Ich war hier nämlich auch drin, soweit ich mich erinnern kann. Eine Eispranke. Wo ist sie denn? Ja, irgendwo im Nirgendwo. Eispranke. Eispranke, Eispranke. Ich habe sogar drei Stück. Ey, die heilt einen sogar so ein bisschen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen Heilung gibt sie einem. Ist hier noch irgendwo was? Eine leere Kiste? Da oben muss ich hin. Heißt also, wir müssen hier
auf diesem provisorischen Weg nach oben. Ich gehe da sogar ein bisschen geduckt lang. Nee, lieber in Ego-Perspektive. Sonst falle ich hier noch runter. Kann ich da einen Knopf drücken? Nö. Schade. Die Fässer sind alle leer. Und dann gehen wir mal hier rüber. So, die Säcke. Da ist ein Sack, wo was drin ist. Ein Hufeisen. Soll mir wahrscheinlich Glück bringen, aber ich nehme es mal nicht mit. Truhe. Zwei Dietriche. Ein Eisenbarren. Ein Kelch. Und was ist das? Schockschutztrank. Widerstehe 5% Schockschaden für 240 Sekunden. Klingt nicht schlecht, aber... Naja. Man muss halt wissen, wann man den trinken muss. Das weiß ich noch nicht. Da unten. Wieder eine Ratte. Aber weißt du was? Wir könnten eigentlich noch mal ein bisschen unsere Bogenskills verbessern. Wie wäre es, wenn ich da jetzt so drauf schieße? Was? Der hat das ausgehalten? Okay. Zwei Pfeile. Einen Kopf und einen Bauch. Das reicht schon aus. Weißt du was? Jetzt machen wir aber erstmal wieder die Erdung. Weil wir es können. Britzel! Oh. Der eine Britzel ging immer total daneben. Egal. So, ich glaube, es könnte sicher sein. Ich habe da so eine Vermutung, weil alles tot ist. Es sei denn, sie stehen wieder auf. So als Zombie... Ratte. Aber ich glaube, das dauert, bis das soweit ist. Friedenskraut. Apropos Friedenskraut. Das müssten wir eigentlich auch mal... Hier, ich muss sie erstmal durch mein Inventar durchblättern. Die Drachenfrucht. Die macht Feuer widerstehen. Fleckenpilz. Feuer widerstehen entdeckt. Friedenskraut. Widerstrehe. Oh, jetzt musste ich husten. Verzeihung. Friedenskraut. Was haben wir hier? Ein Karpfen. Ausdauer wiederherstellen. Knochenmehl. Schädigen Ausdauer. Oh Gott, das ist. Ich hoffe, ich sterbe nicht, weil ich das alles schlucke. Schädigende Ausdauer. Salz. Anfälligkeit für Magie. Dann haben wir Spinnei. Schädigt die Ausdauer. Und Trollfett. Widerstehe Gift. Und das war's. Okay. Die Effekte waren jetzt nicht tödlich. Das ist schon mal gut. Werkzeugkasten. Nimm einfach mal mit. Man weiß ja nie. Die ganzen Einzelteile. Hier aber an diesem Tisch kann ich nichts machen, oder? Werkbank. Eisenhelm. Eisenschwert, Eisenbarren. Werkbank benutzen. Nutzt Werkbank, um Gegenstände zu verbessern. Dafür benötigt ihr Materialien. Gut, das heißt, wir haben ja schon ein bisschen was. Eisenbarren brauche ich dafür hauptsächlich. Rüstung, Schmieden, wählt ein Gegenstand zum Verbessern. Kann ich denn? Ich habe jetzt diese komischen Baupläne im Inventar. Bauplan. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Warum kann ich diese nicht benutzen? Ach, gucke mal. Da oben, da steht, wie ich einen Eisendolch bauen kann. Ich brauche einen Eisenbarren, ich brauche einen Wolfspelz und ich brauche Lederstreifen. Und schon bekomme ich einen Dolch. Beim Eisenhelm sieht das ähnlich aus. Ich brauche einen Eisenbarren und zwei Hörner. Was das für Hörner sind, sind wahrscheinlich Ziegenhörner oder sowas. Und was ist das? Eisenschwert. Dafür brauche ich auch Eisenbarren und Lederstreifen. Interessant. Ich nehme mal hier den Eisenbarren mit. Und die Truhe durchsuche ich auch gerne mal. Groschen, Kelch. Schmieröl bekomme ich von hier, wofür das auch gut ist. Wünn ein geografischer Überblick. Oh oh. Das klingt interessant mit dem Bio... Mit dem Überblick. Was haben wir hier? Was um alles in der Welt war das? Mir ist das noch nicht aufgefallen, dass das hier... Kristalle sind, die hier leuchten. Da oben! Ey, was ist denn das für ein Versteck? Da oben war einfach mal ein Genesungstrank versteckt. Cool. Finde ich nicht schlecht. Verschlissene Robe.
Zauberbuch Geisterwolf rufen. Dann haben wir hier eine Eisenkriegsaxt und einen Schlüssel. Und einen Mana-Trank. Ist hier sonst noch was? Ich glaube, diese Axt, ne? Weil das ist ja jetzt eine... Ich glaube, eine andere Eisenaxt, oder? Nee, ist tatsächlich die ganz normale. Ich nehme sie mal mit. Ich glaube, Äxte könnten gegen Skelette ein bisschen besser sein. Ach nee, hier ist sie, die Eisenkriegsaxt. Sogar eine Streitaxt. Ich glaube, das ist, könnte eine sein. Die fasse ich mit zwei Händen an, oder? Okay. Können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht ist sie ja was für uns. Und ja, mal gucken. So, speichern wir mal. Und die Tür ist offen. Geöffnet mit Schlüssel zum Lager der Dreiflusswacht. Mhm. Und dann haben wir das jetzt hier erkundet und wir haben ein bisschen was gefunden. Ein geografischer Überblick, den müssen wir uns vielleicht mal angucken und lesen. Oh, das Laden dauert schon verdächtig lange gerade. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich werde mir mal kurz was zu trinken einschütten. Weil ich habe nämlich so Kratzen im Hals. Deswegen ich gerade sehr viel niesen muss. Natürlich, ich muss niesen, weil mein Hals gerade... Oh, oh. Was ist denn heute los mit mir? Ich will es gar nicht wissen. So. Mal kurz was trinken, kleinen Moment. Ah, so. Das dürfte jetzt besser sein. Dass das Kratzen weg ist, zumindest. So, dann waren wir jetzt also da drin. Oh, was ist das denn? Also der Troll hatte hier echt Spaß, wie man sieht. Eisenhandschuh liegen hier sogar rum. Eine Beinkeule. Ein Genesungstrank. Und eine Vagabundkapuze. Ich weiß nicht, was der hier auseinandergenommen hat. Fleisch. Ernte Malfasblüte blau. Es könnte menschlich sein. Eine Truhe ist hier sogar auch noch. Bauplan Eisenschwert, das haben wir schon. Hammer und ein paar Handmeißel. Ich lasse die Sachen da mal drin. Stechpalme nehme ich auch mit. Aber ich glaube, das war's hier. Und ich höre schon wieder Wölfe. Wir könnten ja mal diese Axt ausprobieren. Apropos ausprobieren, wir sollten vielleicht erstmal was essen. Ich glaube, ich habe noch Käse, oder? Königsmet. Ich sollte vielleicht auch nicht in Öl nehmen, sondern Beinkeule. Beinkeule kann man natürlich auch mal essen. 5 Lebensenergie. Das ist ja nicht gerade viel. Karotte. 4 Punkte und für 5 Sekunden... Da ist die Karotte. Naja. Ein bisschen besser. Weil sie wiegt weniger. Man muss das immer so ein bisschen auf das Gewicht abwälzen. Ich glaube, ich guck mal so durch. Krustenbrot. 240 Sekunden. Das ist natürlich schon ein ganz großer Unterschied. Ich werde nochmal das Fleisch einfach so essen. So, dann wollen wir jetzt mal attackieren. Attacke! Okay. Mit der Axt. Okay, wenn ich richtig treffe, ist es tatsächlich nicht schlecht. Bams! Bams! Aber wir haben gesehen, wir greifen unwahrscheinlich langsam mit dieser Axt an. Also das ist ja schon eine Zumutung, damit zu kämpfen. Und gegen Wölfe richtet das nicht wirklich was aus. Muss ich da lang? Tatsächlich. Oder ich muss hier... ich weiß nicht, was das heute ist, aber mein Hals kratzt so verdammt.
Ich glaube, ich muss tatsächlich mal ein kurzes Aufnahmepäuschen machen. Und muss mal kurz meinen ganzen... Weiß ich nicht. Warum mein Hals heute kratzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich die ganze Zeit keinen Halskratzen gehabt. Aber jetzt, wo ich aufnehme, ne, da muss das passieren. Weißt du, mein Körper weiß immer, wenn ich aufnehme, dann muss es irgendwas machen, dass es mir die Aufnahme verhindert. Habe ich immer so das Gefühl, zumindest. Ob die Axt wohl praktisch ist gegenüber Banditen? Lass es uns herausfinden! Hiya! Okay. Es ist verdammt schlecht. Wie der Biss eines Flohs. Ja, wie der Biss eines Flohs. Das ist echt gut gesagt. Das war ultra schlecht. Also, das bringt ja mal überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie die Erdung ist. Die könnte vielleicht ein bisschen... Es sind leider drei Leute, ne? Ich habe ein kleines Problem. Autsch. Ich habe ein Problem. Problem, Problem. Alter. Der schießt ja sogar bis hier drüben. Ein kleines Problemchen habe ich. Wenn mich nur ein Pfeil trifft, bin ich ganz schön tot. Deswegen muss ich mal kurz wieder einen Trank trinken. Ich habe nie so viel Tränke getrunken. Aber ich muss tatsächlich mal Tränke trinken. Das sind die einzigen Sachen, die jetzt gerade helfen. Und ich werde mir den Bogen jetzt nehmen. Sind die gerade unter Wasser? Wo ist die Dame hin? Da ist sie. Hat die sich festgebackt? Das wäre super. Unter Wasser kann man nicht schießen. Das ist gegen die Natur, also gegen die Spielgesetze. Aber das ist irgendwie jetzt wie Cheaten fast. Bams. Aber das Spiel hat mir die Vorgabe gegeben. Also von daher darf ich das ruhig machen. Unfassbar. Und wo ist jetzt die? Okay, die hängt da rum. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hallo! Oh, dann muss ich das von hier probieren. Eigentlich müsste die doch mal ertrinken. Schön immer einen schönen Kopfschuss verpassen. Irgendwann kippt sie auch um. Bams. Gute Nacht. Boah. Das ist sehr brutal, was ich hier gemacht habe. Aber anders geht's nicht. Hier ein Streitkolben. Den nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich habe so die Vermutung. Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, dass ich mich irre. Aber ich glaube, ein Streitkolben war immer gut gegen Skelette. Zumindest hat das immer so den Anschein gehabt. War da nicht noch einer? Das waren doch drei. Wo ist der dritte hin? Hat er sich verpieselt? Hat er Angst gehabt? Okay, dann ist das halt so. Dann verpiesel dich doch. Ich brauche hier keiner. Oh, oh. Oder war die das? Eine Leiche. Ein Dietrich, ein Endergral. Also Groschen sind da. Aber ich werde sie nicht beklauen. Soweit. Eiserner Kriegshammer.
Da war auch eine. Und hier Lehrlingsbuch Alchemie. Das können wir nehmen. Das Käserad nehme ich mit. Ist da noch irgendwas auf der Kutsche? Nee. Schade, dass hier kein Text oder so liegt. Aber ich werde jetzt das Lehrlingsbuch mal nehmen. So, um einen erhöht auf 17. Das ist sehr gut. Dass wir da jetzt auch mal wieder gelevelt haben. Aber die Banditen haben auf jeden Fall diese Dame hier überfallen. Und die hatte wahrscheinlich auch ein Pferd oder so. Und das ist irgendwie abgehauen. Ein sehr tragisches Schicksal, wirklich. Es tut mir manchmal echt leid für die Leute, die in einen Überfall geraten. Vor allen Dingen auch in der heutigen Zeit passiert sowas auch immer wieder. Ah, ein Grab. Da haben wir sogar einen Mana-Trank. Und hier könnte ich schaufeln. Interagiere, Reisestein. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Nochmal. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament und dein Pfad will ich ehren im Leben und im Tod. Der Pfad, Vers C. Cool. So, wollen wir mal das Ganze durchsuchen, aber ich habe keine Schaufel. Wieso habe ich keine Schaufel mehr? Habe ich die... Ich habe die verkauft, ne? Oh Gott, bin ich schlau gewesen. Ich mach mal Folgendes. Kann ich mir dann Zielort markieren? Ich komme leider nicht dichter dran, das ist das Problem. Oder kann ich... Doch, so geht es. Ich kann da nichts hinmachen. Naja, ich muss hier halt wieder vorbeilaufen und muss daran denken, dass da ein Grabstein war. Das könnte vielleicht das Problem werden. Na, Ziege? Gucci, 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 Gu. Was hast du denn? Hast du Angst vor mir? Ich will dir doch gar nichts Böses tun. Was war das denn? Hat die Ziege hier gerade rumgebackt? Das könnte möglich sein. Ich möchte mal gerade gucken, weil hier ein Wasserfall ist. Boah. Wunderschön. Oh, ich mag ja solche Stellen, wo ein Wasserfall ist. Mora Tapinella habe ich gerade aufgesammelt. Und hier scheint irgendwer gefischt zu haben. Und das Kaninchen geht auf Tauchgang. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Es könnte möglich sein. Da oben könnte ein Eingang drin sein. Muss mich mir mal ein bisschen umgucken. Komme ich hier irgendwo hoch? Nö. Doch, hier gibt es tatsächlich was. Was ist das? Ein Mana-Trank, ein Ranziger, ein Kelch und ich kann hier Silbererz abbauen. Super! So, nochmal schön abgehustet gerade, jetzt wo gerade mal die ruhige Minute war. Und hier ist eine Grabschaufel. Her damit. Dann können wir also... Kann es vielleicht sein, dass das von hier kam? Es ist eine Möglichkeit, dass hier vielleicht irgendwer ersoffen ist oder so. Oder vielleicht so ein Stein runtergekommen ist und dann haben sie da oben am Wegesrand das Grab hingesetzt. Alles möglich. Aber ich möchte jetzt gerne nochmal gucken... ob ich da irgendwie hinkomme, weil ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas ist. Okay, das sieht hier so unfertig aus. Ich glaube, ich trickse gerade das Spiel zu sehr aus. Schade eigentlich. Es hätte sich so angeboten, dass da eine Kiste zwischen steht, ne?
Oder vielleicht hier hinten? Gehen wir da mal gucken. Hallo? Hier ist auf jeden Fall mal ein bisschen Gras. Ich mich hier lang bewege, weißt du, da wird bestimmt kein Spieler nachgucken, aber ich. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ich finde das ein bisschen schade, dass die hier nicht an diese markanten Stellen irgendwas hingepackt haben, um den Spieler doch noch ein bisschen zu belohnen. Das würde sich nämlich anbieten. Aber Fische gibt's hier. Zack, zack. So, dann haben wir die Fische jetzt auch. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Grab zurück. Ich weiß leider nicht mehr, wo waren das. Wow! Wo kommt ihr denn alle her? Ich hänge! Oh nein, ich brauche schon wieder was zum Trinken. Was ist denn heute los? Los! Kann denn nicht mal einer zumindest abkratzen hier? Das ist ja furchtbar. Boah. Wo sind sie? Oh, weißt du, ich sammle erstmal. Da hinten ist irgendwo einer. Konnte ich denn nochmal laufen? Irgendwo hier ist er. Da hinten. Bams! Ich werde hier alles vernichten. Was kommt denn da jetzt noch? Jetzt haben wir da schon wieder drei. Kann mir mal jemand verraten, was da jetzt ankommen will? Das macht mir gerade ein bisschen Kummer. Ach! Hör auf! Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich bin tot. Mal ganz im Ernst. Das hat mich gerade echt ein bisschen geschockt. Aber wie um alles in der Welt? Weißt du was? Ich brauche mal kurz Erdung. Euer Arkanistenfieber hat sich verschlimmert. Dies wirkt sich negativ auf euer Charakterwerte aus, okay? Ich glaube, ich muss mal langsam Ambrosia nehmen. Ist er tot? Er ist tot. So, der nächste bitte. Ich weiß, dass da noch einer ist. Und er kommt auf mich zugestürmt. Uiuiui. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt ja gerade aufregend hier. Und mein Arkanistenfieber ist so schlimm. Wie viel kann denn Ambrosia rausnehmen? 20%. Dann saufen wir das mal. Euer Arkanistenfieber ist auf 21% gesunken.